man das bei Ferrari ordert. Denn dieser Apparat, die macht man nicht. Das Rennen, ganz klar, ist ein ernstlich, aber es gibt ja auch eine Zwischenstand Zeit für diese Autos, die sich immer verschieben, je nach Rundenzahl. Beide Autos stehen noch. Da gibt es keine Hektik, man wartet jetzt und schickt erst die Autos. Wer da noch gezankt wird vorne, aha, es ist der Zankvorgang noch bei beiden Autos. Also diese Boxenstopps haben sich verlagert. Man hat jede Menge Zeit, den Fahrer, den er übergelegt hat. Der Ferrari hat für seinen Motor auf beiden Seiten diese Lufteinlässe. Das ist zum einen die Bremsbildung, das ist aber auch die Beatmung für den Motor.
Thank you.
Deswegen hat dein Audi-Pilot plus die 6. Aber ich wollte jetzt mal dazwischen. Genau. Da hat man die beiden Audis getrennt, Uwe. Audi, AMG, Audi. Fans, die hier reichlich teilnehmen an diesem Social Media. Schlaflose Nacht. Warum soll es unseren Zuschauern besser gehen als uns? Sieber ja. Schalker 1602, 30 Minuten, den hätten wir gerne gehabt hier. Der Kommentatorenkabine genau. Während hier die Helikopterperspektive uns Gabriele Piana zeigt, der den Flasher angemacht hat. Und dann sehen wir, okay, hier nochmal aufgehen wird. Und die Outlet von dem Triesfaktor, die war richtig gut. Er hat seinen Mitstreiter, nämlich den Mercedes, genauso wie René Rast hier, aber richtig gut abgenommen. Im ersten Sektor ist der René Rast schon deutlich einiges liegen. Und auch in den Folgesektoren laufen dreimal kräftig durch. Also, Freunde, das war für mich nicht mehr lustig. Ich bin vollkommen bei dir und das ist, was ich vielleicht vor ein paar Minuten sagte, dass sie früher mal so ein bisschen die Pferde durchgegangen sind. Und da sehen wir nochmal aus der Inboard vom René Rast. Gabriele Piana fährt in Mitte der Nötige höher. Er sieht jetzt auch, dass René Rast da rechts kommt. Der hätte einfach links bleiben müssen. Klar, wie man verteidigt, aber so eine Nummer. Das war das Klassische, was du sagst. Den Land Audi A8 nicht verliert. Das sehen wir jetzt nochmal von vorne. Bilden sich Ihre Meinung, Uwe Winter, lange, lange im Motorrad, der Kommentator, vollkommen richtig. Ich sage dir eins, die Aktion kann die Uwe, bei allem für Zündung. Yeah.
zu perfektionieren, das ist dann schon... Das ist ja unfassbar. Also wir sehen aus, wie man den nicht komplett in den Rest zu leben.
Thank you.